Okay. Focus. Sehr gut. Oh, was? Wir sind doch aber nicht entdeckt worden. Warum spielt denn jetzt wieder Last Surprise? Das verstehe ich jetzt nicht. Na egal. So, nochmal angreifen. Sehr schön. Ah, jetzt sind wir endlich im Nitty-Gritty-Bereich. Wo man wirklich angreifen kann und alles. So, komm her, Zweihorn. Gib mir deine Kraft. Moment mal, Zweihorn hast du schon. Wenn es in dir ein Ich gibt, dann sind meine Erfahrungen auch deine. Zweihorn gewinnt EP. Yay, Level Up fürs Zweihorn. Okay. Show me your true form. Sehr schön. Jetzt geht's los mit dem Überfall. So, ich entziehe mal ein bisschen Leben zum Heilen. So, Morgana, du heilst dich. Und weg mit dir. Oh, er hat Ryuji gelobt. Finde ich gut. Und Ryuji hat einen neuen Skill gekriegt, nämlich Ausfall. Nice. Alright. Shadow defeated. That was easy, huh? Ja, das war ziemlich einfach. I can feel it. Dann erledige ich dich auch nochmal. Spiel. Stiel, Kamoshida Set. Ich, okay, schneide dich auf. Alter. Bin nun aber mal raus. Muss morgen früher raus. Danke für den Stream. Hat Spaß gemacht. Gar kein Problem. Dir noch einen wunderschönen Abend und gute Nacht. So, erstmal noch ein paar Pixies erledigen. Und mit einem wunderschönen All-Out-Angriff erledigen. Woo! Ja, die Show ist vorbei. Okay. Sehr gut. Jetzt sind wir im Safe Room, wo wir auch hin sollten. Was, was ist denn nur los hier? Es ist ein Spalt in der Kognition, ein Schutzraum, wenn du so willst. Ja, ich kapier's immer noch nicht, oder? Die Details sind mir nicht ganz klar, aber es ist ein Ort, an dem Schatten uns nicht finden können. Mit sowas hätte ich hier nicht gerechnet. Und was tun wir jetzt in diesem Schutzraum? Uns ausruhen, Mensch. Ach ja, und Sachen besprechen. Okay, in dem Raum kann man sich also ausruhen und Pläne schmieden. Hab's verstanden. Dann auch bis gleich. Besprechung mit dem Team. In Schutzräumen kannst du dich an dem Tisch in der Mitte mit deinen Gruppenmitgliedern beraten. Wenn du reden willst, kannst du berichten, wie du im Palast vorankommst und hören, wie es deiner Gruppe geht. Ah, wo wir von Schutzraum reden, da fällt mir ein, das hier ist für dich. Ein Ausdauer-Kit S, wow. Du kannst es nur an sicheren Orten einsetzen. Es beseitigt unsere die gesamte Erschöpfung aus unseren Kämpfen. Wow. Das ist cool. Du kannst diese Gegenstände nur an wenigen Orten einsetzen. Ihre Heilwirkung ist aber immens, also nutze sie in Notfällen. Wie sieht der Plan aus? Wir reden mit uns. Also mit dem Team. Worüber willst du reden? Wie ist unser Stand? Hey, glaubst du, bis zum Schatz ist es noch weit? Sind wir nicht gerade erst reingekommen? Bei dem Schloss haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass eine Telefon-App uns an einen solchen Ort geführt hat. Tja, nicht jeder von uns braucht die App, weißt du? Der Kater kommt auch alleine rein. Ich bin kein Kater. Was ist denn mit diesen Soldatenbiestern, die Kamoshida dienen? Immer wenn wir gegen sie kämpfen, verwandeln sie sich in seltsame Monster. Du meinst sicher die Schatten. Was sind denn Schatten? Ja, über diese Wächtertypen habe ich mich auch schon gewundert. Was sind denn mit dem? Das kann ich erklären, aber es ist kompliziert. Wollt ihr es hören? Es wäre gut zu wissen. Ganz tief drinnen im Herzen jedes Menschen befindet sich seine wahre Persönlichkeit, sein Schatten. Das kennen wir doch irgendwoher. Nicht die Wachen verwandeln sich in diese Dinger, das ist ihre wahre Gestalt. Und sie sehen wie Götter und andere mystische Wesen aus, weil sie aus der menschlichen Psyche entspringen. Wow,
Aber Moment mal, was haben sie dann überhaupt in dem Schloss zu suchen? Sie werden anscheinend von der Verzerrung des Palastes angezogen. Sobald sie hier sind, verändert sich ihre Gestalt und sie werden zu Handlangern des Palastherrn. Im Grunde ist der Palastherr nur der Schatten dessen, dem der Palast gehört. Vielleicht geht es dabei um die Welten in unserem Verstand oder dem kognitiven und kollektiven Unterbewusstsein. Wow. Oh, okay. Moment mal, das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich habe mir schon gedacht, dass du das sagen würdest. Naja, aber du brauchst nicht zu viel darüber nachzudenken. Es sind Gegner, also bleib auf der Hut, ja? Gibt es sonst noch was? Wir sollten uns heilen. 20 Punkte. Na, wir müssen nicht wirklich. Gehen wir weiter. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch zu, ja, einem Raum und dann machen wir auch für heute schon Schluss. Einmal die Tür öffnen und jetzt geht's los. Wir wissen überhaupt nicht, was uns noch erwartet. Hier, die könnten noch hilfreich sein. Nebelwand, Molotow-Cocktail, Eisspray, Verschwindeball. Drücke X, während du das Meta-Universum erforschst, um die Diebeshilfe zu nutzen. Sie hilft dir auf vielfältige Weise. Die automatische Wiederherstellung nutzt die High-Skills deiner Gruppe für alle Gruppenmitglieder. Denk daran, dass dabei die benötigten SP verbraucht werden. Mit Infiltrationswerkzeugen wie Nebelwänden kannst du schnell aus dem Kampf fliehen. Sie verleihen dir im Kampf einen Vorteil. Show me your true form. So, let's go! Weg mit dir! Na, na, na! So, ich versuch's jetzt mal mit Arsene. Jawoll. Das hätten wir schon mal. Nochmal Agi, nochmal ein Angriff. Was? Puh. Und der hatte nicht genug SP für seinen Angriff. What the hell? Okay. Sehr gut. We defeated them. Okay, let's keep going. Yay, ein Zinnverschluss. So, was haben wir hier oben? Noch ein Fass. Mal runterklettern und... Moment, was? Achso, die Vase. Ja, da war nichts drin. Schade. So, wir müssen noch kurz warten. So, boom. So. Ich nehme mal... Ja genau, ich verwirre den Gegner mal mit Kupulimpa. Au! Oh, weg mit dir. Sehr schön. Genau, gleich die nächsten. Verdammt, hier ist auch einer. Da wir unser Team nun erweitert haben, können wir das Ding angehen, das Ding. Eine Möglichkeit für uns, im Kampf die Oberhand zu gewinnen. Das nennt sich Übergabe. Warte, ich zeige dir einfach während des Kampfes gegen den Schatten, was ich meine. Okay. Show me your true form. Ah, die meinen Baton Pass. Okay. I'll show you an example first. Also, der Staffelweitergabe. Genau, er greift jetzt den Jack-O-Lantern an. Use this opportunity. Und dann übergibt er an uns. Du kannst den Erlangten noch eins an ein weiteres Gruppenmitglied weitergeben. Bei einer Übergabe erhöht sich die Angriffskraft und Heilungsfähigkeit des Gruppenmitglieds. Geben sie diese weiter, profitiert das nächste Gruppenmitglied ebenfalls davon. Wird die Übergabe an alle vier Gruppenmitglieder weitergegeben, kann das vierte Mitglied einen Skill ohne TP und SP-Verbrauch nutzen. Was? Oh, das ist OP. Ich wusste gar nicht, dass das auch die Kosten reduziert hat. Interessant. Gib die Übergabe an das nächste Gruppenmitglied weiter, indem du RT drückst. Mhm.
No. Persona! Incubus! Go down! So, dann machen wir das nochmal weiter. Genau, Dance, Carmen. So, nochmal Schaden erhöhen. Einmal schwach. So, dann ab zu Ryuji. Dann greifen wir den an. Alter, Batonpass ist irgendwie viel flüssiger als vorher, kann das sein? Was? Na los, schieß schon. Es gibt nichts, worüber wir reden müssen. Ah, okay. Dann greifen wir an. Eine schöne Änderung aus Royal. Dass das jetzt nicht nur durch den Confidant-Rang beschränkt ist. Ja, genau das. Oh, ich liebe diesen Screen von der All-Out-Attack. Bei jedem Charakter, den ich bislang gesehen habe. Die eigenen Fähigkeiten verbessern ist wichtig, aber richtig... Als Team kämpfen zu können, ist wichtiger. Indem wir uns besser koordinieren, können wir den Kampf kontrollieren. Die Übergabe hilft da ungemein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh, da ist random ein Volleyball mit einem Halsband. Ew. Hier haben wir noch was. Handschellen, wirklich. Natürlich finden wir in Kamoshidas Palast sowas wie Handschellen. Die geht. Gut. Hier noch was kaputt machen. Hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, hier gehen wir lang. So. Verdammt, hier ist auch einer. Na schön, dann müssen wir ihn wohl wieder hinterrücks überfallen. Schon, aber wenn du das konventionell angehen willst. Aber es gibt eine elegantere Methode. Siehst du die Sofas seitlich hier im Flur? Versteck dich dahinter, damit du den Gegner näher rücken kannst. Wenn er in Reichweite ist, spring zu ihm und reiß ihm die Maske. Wow, das klingt wirklich verdammt cool. Hey, das ist doch kein Film. Joker, mit deinem Auftreten müsstest du das hinkriegen können. Versuch's mal. Ja. Jetzt können wir uns endlich an den Ecken verstecken. Oh. Und die Maske abreißen. Paula ist auch gerade wieder aktiv und macht irgendwas. So, dann übergeben wir mal an Morgana. Oh, taktische Teamarbeit. Eine Übergabe durchgeführt. Ja, ich werde das noch häufiger machen. Stellt euch vor. Ich mag die neue Musik. Gleich haben wir's. Jawoll, und weg mit euch. Okay. Sie hat gesagt, sie wird es noch häufiger machen. Ja, in Schatten verstecken und angreifen. Verstecken. Wenn du dich versteckt hältst, kannst du dich mit dem rechten Stick umsehen. Mit dem linken Stick kannst du deine Blickrichtung ändern oder an eine andere Stelle springen. Wenn du dich versteckst, kannst du Gegner überraschen, Kämpfe vermeiden und Schatzverstecke plündern. Wenn mehrere Orte verfügbar sind, kannst du mit den Pfeiltasten den Zielort ändern. Hey, I see a shadow. This door won't open. I can see it. So, jetzt. Da ist er weg. Jetzt hat sie meinen Spruch zerstört. Sorry. So, einer Traumnadel. Übergabe an Hand. Dann einmal an die Mandragora. So, und ich möchte jetzt mal ans All-Out-Attack durchgreifen. Und deswegen habe ich das jetzt mal so vorbereitet, dass sie die auslöst.
Wahahaha. Nice. We did it. Okay. Good work. Keep it up. Definitiv gute Arbeit. So, dann gehen wir mal hier lang. Da ist wieder was versteckt. Joker. Hey, sieh mal, hier drin ist was. Aber die Stäbe blockieren den Weg. Wenn er das so stark schützt, muss es wichtig sein. Das heißt, es gibt einen Weg hinein und heraus. Joker, meinst du, du kannst das Rätsel dieses Raumes lösen? Ja, mit dem dritten Auge kann ich das sehen. Zum Beispiel hier die Dinger. So. Einmal muss ich hier ziehen und alle Ziegenköpfe, die hier blau markiert sind. Ist ein geiles Tutorial, das Ganze direkt anzuwenden. Wow. Wie von dir erwartet, Joker. Und da ist unsere Karte. Was zur Hölle? Alles verrammelt bis zum geht nicht mehr und dann war da nichts eine Karte? Du bist unglaublich. Ist dir denn nicht klar, wie wichtig eine Karte ist? Alter. Damit erfahren wir mehr über die Topographie des Palastes. Das ist für einen Phantomdieb ein Muss. Damit können wir viel besser eine Route planen. Moment mal, steht da drauf, wo der Schatz ist? Oh, die Karte ist anscheinend unvollständig. Vielleicht gibt es noch mehr davon. Na schön, überprüfen wir, was wir können. Wahrscheinlich finden wir unterwegs eine weitere Karte. Findest du eine Karte, sind alle Bereiche, mit denen du noch nicht warst, rot hervorgehoben. Mit LB und RB kannst du andere Etagen einsehen. Ah, die Geräusche sind weg. Gut. Show me your true form. Let's go. Ich mit dir auch noch. Wie gesagt, ich möchte noch bis zu einem Speicherort machen und dann denke ich, sollte das sogar schon reichen. Wieder. Ich geb mal an Morgana. Ah, ich bin so ein Idiot. Ich wollte eigentlich mit Wind angreifen. Ach, ich erledige jetzt die einfach so. Ich mag Takeover. Echt gut. Last Surprise hatte Meme-Potenzial, Takeover hat nochmal extra Banger-Potenzial. Also musikalisch gesehen. Haha, keine SP mehr. Weg mit dir. Let's go. Ja, Level up. Sehr gut. Wir sind jetzt 316 wert. Okay. Nicht viel. And we're done. Come on, let's go. Ja, weiter geht's. I'll reveal your true form. Ich mag übrigens diesen Gang mit den ganzen Lichteffekten und alles. Es sieht richtig geil aus. Verflixt, stimmt. Die waren ja gegen Feuer empfindlich. So, dann machen wir jetzt nochmal Garu. Weg mit dir. Für einen Gegenstand. Oh, du hast schon zwei Horn, ja? Teufelsfrucht, ja, das war nichts. In dieser Welt sind Teufelsfrüchte nichts wert. Wir sind hier nicht bei One Piece. Seidengarn. Und Anne hat ein Level abbekommen. Das ist gut. So. Hm?
Ja, da hinten kommen wir nicht hin wegen Gitter. Vielleicht ist ein... Was? Gucke gerade, aber... Oh. Doch, da gibt's was. Wow. Paula, was machst du da? Diese Katze. Diese Katze. Sie hat einfach nur... sie hat gemerkt, wo mein Abendessen stand und hat sich die Schale geholt, weil da noch ein bisschen Sour Cream drin ist. Wir sind auf dem Kronleuchtern. Das war schnell. Oh, verflixt. Aber wir kommen hier weiter. Was? Da ist ein Safe Room. Yeah. Hey, we can use this place. Jawohl. Super, das heißt, wir haben jetzt wieder einen weiteren zentralen Raum gefunden. Ich denke auch, dass es dann heute, dass es dann für heute reicht. Und ich würde sagen, morgen machen wir dann im Stream wieder was anderes, eins der Stream-Projekte. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Parts oder der anderen Projekte. Bis dann, Leute. Bye, bye.